Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast, im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und heute rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry, der Christian und die Michaela. Und das Blümchen ist nicht da. Ja. Nee. Oh. Wir machen heute nur zu dritt. Sie hatte keine Zeit. Aber geht mal nicht anders. So gesehen werden wir es trotzdem hinkriegen und interpolieren mal, was könnte sie gedacht haben. Aber genau, das schauen wir mal. Ne? Also wir haben heute, das war glaube ich so das gehypte Spiel, der Spiel 2013, das wir heute mal endlich gespielt haben. Ihr habt schon vor längerer Zeit oft gespielt. Ich bin jetzt erst eingestiegen, deswegen halte ich mich heute auch mit der Wertung etwas zurück, weil ich es wirklich erst einmal gespielt habe. Es geht um Terra Mystica von Helge Ostertag und Jens Drögemüller. Richtig, ja, genau. Wie gesagt, Feuerland erschienen. Das Ganze gibt auch inzwischen schon die erste Erweiterung. Weiß nicht, Feuer jetzt, und Eis. Wie passt es so schön, ne? Ist, wie man eigentlich so einfach schon mal erkennt, irgendwie ein Brettspiel. Aber wir fangen vielleicht mal an mit den Rahmendaten. Sieht man sie hier auch drauf? Kann ich die in die Kamera halten, ohne dass alles durcheinander fällt? Ja, kann ich. Ist ein Spiel für 2 bis 5 Spieler im Alter von 12 bis 100 Jahre und kostet so um die 50 Euro. Wer also einen Opa hat, der 101 ist, schade. Geht ja nicht mehr. Ne? Und wir können auch mal den sagen, Gag machen wir jedes Mal. Wir können auch mal sagen, Spielzeit, meine ich, ist immer so 30 Minuten pro Spieler, steht glaube ich mit drauf auf der Verpackung. Ja, genau. Hm. Pro Spieler ungefähr 30 Minuten. Ja, aber es dauert schon doch ein bisschen länger. 2012 sei es sogar schon erschienen. Naja. War auf der Empfehlungsliste auch zum komplexen Spiel des Jahres, glaube ich, 2013. Deutschen Spielepreis hat es damals auch bekommen. Hey, ja, war ein gutes Jahr für die. Mhm. Und endlich auch beim Spiele-Podcast. Damit kann man sagen, Mensch, Herr Ostertag und Herr Drögemüller, damit haben sie jetzt alles geschafft. Genau. Ja. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Ob das Spiel auch nicht besser geht, das werden wir jetzt mal genauer besprechen. Worum geht's? Also wir können ja erstmal sagen, es ist ein komplett komplexes Brettspiel. Man braucht schon einen recht großen Spieltisch, weil es ist sehr viel Material dabei. Wir haben einen Hauptspielplan, auf dem wir alle zusammenspielen. Der erinnert so ein bisschen an Siedler, weil es geht auch los, dass wir Gebäude einsetzen, unsere Wohnhäuser. Es gibt verschiedene Arten von Gebäuden. Wohnhäuser, die können wir wiederum ausbauen zu Handelshäusern, die wiederum zu Tempeln und zu Heiligtümern und oder die Wohnhäuser auch noch zu Festungen. Und die platzieren wir dann auf dem Spielplan. Und dann gibt es was besonders schön gemachtes, verschiedene Rassen. Wir haben jetzt zum Beispiel gespielt mit den Hexen, den Alchemisten und den Nomaden. Die hat jeder praktisch als eigenes Spieltableau vor sich vorliegend. Da hat man dann einen Machtbereich. Da gibt es dann einen Bereich, wo drauf angegeben ist, was die Heimat der, ich sag mal, jeweiligen Art ist. Bei mir war die Heimat Wald. Ich bin eine Waldhexe. Ich habe hier zum Beispiel gerade Zwerge im Bild. Die haben, glaube ich, die Höhlen. Ne? Also hier das Gebirge. Gebirge, genau. Genau. Das kommt dann nämlich immer darauf an, wenn man besiedeln möchte, was man bezahlen muss fürs Besiedeln. Demnach kann es entsprechend teurer werden. Und dann haben wir auch die Gebäude auf unserem Spielplan stehen. Je nachdem, was wir da frei machen, also was wir bauen auf dem Spielplan, bekommen wir nämlich Einnahmen. Also wir können ja mal kurz einen Spielablauf skizzieren. Es geht im Prinzip los mit der Einnahmenphase, mit der Einkommensphase. Dann kriegen wir auch noch Bonusplättchen dazu, die Einkommen erhöhen können. Und dann gibt es Aktionen und da haben wir immer 8 Aktionsmöglichkeiten pro Runde, von der jeder sich immer eine Aktion aussuchen kann und bis der letzte gepasst hat. Und dann ist praktisch eine Runde zu Ende und dann kommt es noch zur Rundenwertung. Das Spannende am Spiel ist, wie ich finde, wenn man es das erste Mal auch liest, die Anleitung, darf ich mal ganz kurz haben, die wirkt schon mal etwas abschreckend. Nun gut, nun wird vorne noch ein bisschen was über die Welt erzählt, aber dann gut der Aufbau und dann klein geschrieben mit wenigen Beispielen geht es dann ins Eingemachte. Und auch als ich es dann vorhin zum ersten Mal erklärt bekommen habe, dachte ich, oh, das, wie kriegst du das denn jetzt hin? Aber das Erstaunliche ist, dass man, ohne jetzt schon die Wertung vorwegzunehmen, während des Spiels sehr einfach eigentlich schon weiß ungefähr, was für Aktionen will ich, weil man kann sowieso nicht alles machen, weil bestimmte Ressourcen einem immer fehlen. Aber es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, wo man irgendwas machen kann. Man kann eben bauen, man kann Macht einsetzen, man kann hier, Kult. Wie heißt
wie heißt das hier? Die Kultleiste. Die Kultleiste manipulieren. Je nachdem, was man eben gerade sonst wo macht, passiert irgendwas, aber eben immer nur eingeschränkt. Das heißt, das hält sich im Rahmen. Es wirkt erstmal mit diesen 8 verschiedenen Möglichkeiten plus X, als wenn das irgendwie komplex wäre. Es ist natürlich auch komplex, aber in der Regel wird sich es dann doch immer nur auf 2, 3 Möglichkeiten hinauskristallisieren, weil man für den Rest gar nicht entweder das Geld hat, die Arbeiter nicht hat, die Macht nicht hat, ja, oder auch den entsprechenden zugehörigen Priester nicht hat. Genau. Irgendwas fehlt immer. Mhm. Und ganz schön ist, finde ich, an diesem Tableau, das sieht man das jetzt hier bei der Videozuschauer, da sind ja eben die Gebäude auch drauf. Das heißt, wie du schon richtig sagtest, wenn man dann was wegnimmt, weil man was baut, bekommt man was. Und das sieht man gleich dann unter dem Gebäude. Mhm. Das heißt, automatisch leitet einen schon... Einkommensphase, ne? Ja, aber man bekommt sozusagen ab jetzt im Spiel. Mhm. Das heißt, dieses Tableau leitet einen auch so ein bisschen über das Spiel. Da steht auch genau, was kostet was. Nicht? Also da muss man sich gar nicht mehr so viel merken. Das ist wunderbar eigentlich in sich auch gestaltet. Mhm, richtig. Ganz schön finde ich diese Macht hier. Das ist so ein ganz witziger Mechanismus. Der Rest ist ja irgendwie relativ ähnlich. Man baut was, kriegt was. Nicht? Aber dieser Machtmechanismus mit diesen komischen 3 Feldern, den kannst du vielleicht nochmal erklären. Das ist nämlich, fand ich, was Neues. Ja, also man hat am Anfang, es gibt halt die 3 Machtfelder, wie Henny schon erzählte, und die werden am Anfang unterschiedlich befüllt. Also es gibt 3 Schalen. In die erste Schale kommen zum Beispiel 5, in die zweite 7. Das hat man insgesamt, hat man 12 Machtplättchen. Und man kann die Macht aber erst nutzen, wenn diese kleinen Plättchen in Schale 3 gekommen sind. Also nur die in Schale 3 gekommen sind, kann man tatsächlich nutzen. Man muss halt immer erstmal, wenn man Macht bekommt im Spiel, irgendwo aus irgendeinem Grunde, sei es, weil in der Nachbarschaft gebaut wurde, man bekommt deswegen Macht oder aus einem anderen Grund, muss man erstmal aus der niedrigsten Schale in die höhere verschieben. Und erst, wenn dann praktisch die niedrigste Schale komplett leer ist, kann man aus der zweiten Schale in die dritte Schale schieben, um dann letztendlich dann die Macht auch zu nutzen. Was, finde ich, der witzige Mechanismus ist, sobald ich eben was nutze an Macht, geht es natürlich wieder in die erste Schale. Richtig. Das heißt, da muss ich also erstmal wieder neu aufbauen, neue Macht sozusagen, eigentlich fast Star Wars-mäßig. Ja, du musst dich auch regenerieren, ne? Ja, um dann überhaupt wieder was machen zu können. Ja, richtig, genau. Mit der Macht. Genau, mit der Macht. Auch ein interessanter Mechanismus ist, dass man sozusagen jeder am Anfang immer einen kleinen Vorteil bekommt. Rundenbonus. Genau, den man dann sich da nimmt. Man kriegt sowieso irgendwie ständig Belohnungen, Boni, wenn man eine Stadt fertig hat, was so eine bestimmte Konstruktion erlaubt. Ziel ist es nachher auch möglichst die größte Stadt auf dem Tableau zu haben. Oder auch oder auf diesem, wie heißt Kultbonus. Kultbonus ganz oben zu landen. Und dann gibt es jeweils immer wieder Punkte. Genau, also es ist, man bekommt im Spiel halt Siegpunkte und dann gibt es halt am Ende nochmal eine Endwertung. Und da bekommt man dann in Anführungsstrichen nur noch Punkte für das größte zusammenhängende Gebiet. Also der das größte hat, bekommt die meisten Siegpunkte, wobei da die Punkte von 1 bis 3, also von Platz 1 bis Platz 3 verteilt werden. Und genauso auch beim Kultbonus, da wird auch geguckt, wer ist jeweils in dem jeweiligen Kult am höchsten, wer als zweites, wer als drittes, und da werden entsprechend Punkte verteilt und dann gibt es am Ende nur noch für 3 Geld einen Siegpunkt. Das ist im Prinzip dann die Endwertung zum Schluss nochmal. Aber man kann im Spiel ja auch selber Punkte sammeln, wie durch diese einzelnen Rundenbonusplättchen, wo man zum Beispiel, wenn man ein Wohnhaus baut, 2 Siegpunkte bekommen kann oder für die Aufwertung eines Wohnhauses zu einem Handelshaus. Also da muss man auch immer drauf achten, in der laufenden Runde, wofür kann ich Punkte bekommen? Und am Rundenende kann man ja auch jeweils noch was bekommen. Dieses Rundenbonusplättchen ist nämlich zweigeteilt, einmal die linke und einmal die rechte Seite. Die linke Seite ist immer in der laufenden Runde und die rechte Seite ist dann am Rundenende. Da kann man dann auch, je nachdem, wo man bei dem jeweiligen Kult steht, der dann gewertet wird, zum Beispiel Arbeiter bekommen oder Geld oder auch nochmal Macht. Das Spiel versucht einen also schon zu leiten, dass man versucht, bestimmte Sachen, dass auch was passiert. Ne? Also, dass man sich nicht nur auf eins konzentriert, sondern jede Runde ändert sich bestimmte Bedingungen, wann man bestimmte Punkte im Kleinen, das ist nicht übermäßig, aber schon so, dass es einen motiviert, dann auch was zu machen. Wie es eben auch diese Plättchen gibt, die dann ja für den Rest des Spiels ein paar Vorteile bringen, wenn man, wie heißt dieses große Teil hier nochmal? Das ist die Festung. Wenn ich die gebaut habe, dann auch eine Dauerfunktion behalte. Nein, also ja, es ist eigentlich immer was los. Und das finde ich auch ganz schön gemacht, weil es ist auch je nachdem, was du spielst, bei dir bei den Nomaden, du hattest ja eine andere Funktion bei der Festung als ich jetzt bei den Hexen. Auch genauso, jeder hat auch eine Sonderfunktion noch an sich. Ich bekomme zum Beispiel als Hexe für jede Stadt, die ich baue, erstmal
5 Siegpunkte. Henry bei den Nomaden konnte mit 3 Siedlungen starten. Normalerweise fängt man mit 2 Wohnhäusern an. Und. So hat halt jeder auch noch eine besondere Fähigkeit, je nachdem, was man spielt oder was man isst. Schiffe gibt es auch noch, ne? Also Dinge, die sonst in anderen Spielen erstmal als Erweiterung noch dazu gekauft werden müssen. Ist beim Zweierspiel irgendwie anders? Nein, gar nicht. Also es ist nur die Runden, also diese Bonusplättchen, die man am Anfang bekommt, die sind je nach Spieleranzahl unterschiedlich. Aber ansonsten ist alles gleich im Zweierspiel. Auch 6 Runden. Sechs, so genauso viele Punkte und so weiter und so fort. Es gibt auch noch, der Plan ist auch noch ganz interessant gestaltet, damit es auch nicht zu einfach wird, gibt es eben auch noch so Flüsschen, das da ist. Da müsste man gegebenenfalls nochmal eine Brücke bauen, damit die Stadt auch zusammenhängt. Oder die Schiffe haben, damit man da was machen kann. Nicht? Also, und es gibt immer wieder den Gag, wenn man baut in die Nachbarschaft, dann haben die Nachbarn auch was davon. Richtig. Kriegen mich ein bisschen Macht. Oder du kannst vielleicht ein Handelshaus sogar billiger bauen, weil wenn du es in Nachbarschaft baust, zahlst du ja nicht 6 Geld, sondern nur 3 Geld. Deswegen ein bisschen, also es ist nicht sehr viel Interaktion, aber an den Stellen profitiert man zumindest. Naja, es könnte aber auch eng werden. Wir hätten dich ja zum Beispiel hier auch ein bisschen abschneiden können, wenn man ein bisschen aufpasst und jemand möchte, dass jemand nicht so weit kommt mit dem Bauen, ne? Dann kann man jemanden auch schnell einkesseln. Ja, siehst du? Ist aber nicht passiert. Ne? Nee. Also, genau. Also gibt viele Möglichkeiten, die wir damit schon festgestellt haben. Gut, dann können wir, glaube ich, langsam schon zur Wertung kommen. Und ich halte mich mal mit einer echten Note zurück, weil, das soll man fairerweise sagen, ich habe es jetzt erst einmal gespielt. Und das ist bei so einem komplexen Spiel, glaube ich, jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Kann aber eine Tendenz nennen und die Tendenz geht ins Positive. Das heißt, obwohl ich am Anfang, auch als die Anleitung gesehen hatte und erst recht auch, als man so die Anfänge hat mit dem Erklären, dachte ich, jetzt und das. Und erstaunlicherweise geht es dann doch sehr flüssig, selbst bei der ersten Partie schon, dass man begreift eigentlich, wie die Sachen zusammenhängen. Und spätestens in der zweiten Runde hat man auch ein Gefühl dafür, was das wohl ungefähr bedeutet, was man da tut. Total gut erklärt, oder nicht? Und das kommt noch dazu. Du hast klasse sagen. Erklärt. Ja, also. Und es ist auch wunderschön gestaltet. Ne? Also es ist dadurch auch geholfen sehr dem Spieler, dass er eben überall diese Hinweise auch hat, was kostet was, was passiert, wenn das und das passiert, da hat sich jemand was bei gedacht. Das ist schon ganz schön. Man hat auch hier gleich solche Plättchen, die man legen kann, damit dann, wenn man das gemacht hat, dass auch keine Verwirrung gibt, was schon passiert ist oder nicht. Also, langer Rede, kurzer Sinn, von meiner Seite positiv. Ich hätte auf jeden Fall Lust, sehr zügig wieder eine neue Partie damit zu spielen. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen abschreckt, finde ich, ist die Spielzeit. Also, wenn man dann doch über 2 Stunden gehen kann, man braucht es auch. Also, man baut ja auch seine Stadt aus, nicht? Also, man braucht schon seine 6 Runden. Aber gerade im Viererspiel, denke ich mal, jetzt haben wir es im Dreierspiel auch schon gehabt, es zieht sich dann eben doch schon. Nicht? Also, diese 30 Minuten ist eher sportlich gemessen. Aber keine Langeweile aufgekommen, finde ich. Nein, das nicht. Man ist ja immer nur selbst auch gesagt, huch, ich bin schon wieder dran. Das stimmt, das stimmt. Höchstens vielleicht in dem Moment, wenn man als Erster passt, aber die anderen tun dann eigentlich auch nicht mehr so viel. Aber ihr dürft mal richtig werten. Ihr habt es ja schon oft gespielt. Ja. Du zuerst, ich zuerst. Das ist mir total egal. Ladies first. Das Blümchen wäre wahrscheinlich genau meiner Meinung. Ja. Also auf jeden Fall kann ich erstmal sagen, es ist kein Gelegenheitsspiel. Das Spiel. Also der Einstieg ist wirklich schon ein bisschen aufwendiger. Wir haben jetzt am Anfang 95 Minuten für die Anleitung gebraucht und fürs erste Spiel auch wirklich so 230 Minuten, weil man auch erstmal ein bisschen reinkommt. 230 Minuten? Mhm, inklusive Anleitung. Aber das weißt du auf die Minute genau? Ja, hier wird genau Protokoll gemacht. Ich habe das alles aufgeschrieben. Aber wir haben dann in den Folgespielen auch immer so zwischen 60 und knapp 100 Minuten gebraucht. Also von daher, man kommt nachher auch runter. Also von daher, die Spielzeit schraubt sich dann auch deutlich nach unten. Aber also für mich hat sich dieses Spiel auf jeden Fall gelohnt. Ich war ja auch sehr neugierig, weil das auch sehr interessant aussah. Ich finde auch, dass es optisch total schön gestaltet. Das gefällt mir wirklich super gut. Und was Henry auch schon sagt, das ist wirklich alles drauf. Also wir haben das Spiel jetzt ja auch, wir haben es letztes Jahr im November, Dezember total häufig gespielt. Von daher war es für uns auch wieder ein Neueinstieg. Aber ich habe mir die Anleitung heute durchgelesen und kam dann auch recht schnell wieder rein. Ich hoffe, ich habe es dann einigermaßen rübergebracht. Ja, sehr gut. Sogar für einen Laien, Anfänger. Ja, Henry. Ich habe es wirklich sofort begriffen. Sehr schön. Von daher Loop. Ist eigentlich das Wenn es die goldene Feder für den Erklärer gäbe, du hättest sie heute bekommen. Ach, danke. Ja. von daher war das jetzt für mich so vom Spielmechanismus, das ist eigentlich wirklich gar nicht schwer. Man muss halt den Angang finden, man muss sich halt bewusst sein, dass man auch ein bisschen länger am Tisch sitzt. Wie gesagt, zu zweit haben wir aber auch mal nur eine Stunde gespielt. Das war dann auch, finde ich, nicht mehr lang. Mir macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß und wir haben es damals auch fast alle Völker durchgespielt, die es gab. Und von mir bekommt das Spiel eine 9.
rund um die Uhr. Also mir gefällt das Spiel wirklich total klasse und ich fand es auch echt schön, dass es damit ist die Nachtruhe für heute hin. Jetzt mal wieder ding, gespielt ding, ding. Haben. Ich habe mich auch total drauf gefreut. Und ich war wirklich auch schnell wieder drin. Es passieren dann trotzdem mal so Fehler, wo ich dann auf so einer Bonuskarte einen Spaten drauf hatte. Und immer noch im Bank habe ich mir noch einen Spaten über die Felder hier unten mit Machtpunkten gekauft und die nicht genutzt. Aber das sind halt so Sachen, man hat doch sehr viele Möglichkeiten. Und von daher muss man da auch erstmal wieder reinfinden und den Überblick auch erstmal wieder bewahren. Aber ansonsten ist es eigentlich, wie Henny schon sagte, man wird durchgeleitet und wirklich ein tolles, super Spiel. Wie ist es denn mit den verschiedenen Völkern? Ganz kurz nur, merkt man wirklich, dass der Unterschied stark ist? Ja. Ja, der ist stark. Also ich weiß, ich hatte ein Volk, ich weiß nicht mehr, welches ich war, aber das fand ich sehr schwach. Das wollte ich damals auch nicht wieder spielen. Und dann habe ich es gespielt und, glaube ich, haushoch gewonnen. Ja, danke, dass du das auch sehen. Ja, nee, es liegt ja manchmal im Spiel. Das Spiel ist wirklich gigantisch. Also auch A, von der Spieltiefe, B, vom Spielmaterial. Auch diese Völker finde ich extrem gut ausbalanciert. Wir hatten ja jetzt die Anfänger oder die Startversion mit der Verteilung der Völker. Es passiert schon häufiger, dass die Völker sich auch so ein bisschen überlappen, dass sie eben ähnliche einfache Länder terraformieren können. Auch diese Idee, überhaupt die Landschaften zu ändern, damit man sie bebauen kann, finde ich vom Ansatz her total genial. Finde ich, es ist halt eben schön fantasy-lastig. Alchemisten gegen Hexen, gegen Nomaden zum Beispiel, finde ich von der Idee her genial. Mhm. Ausstattung, sehr, sehr viel dabei. Optik auch sehr, sehr schön. Spielprinzip finde ich auch sehr gut. Was mir jetzt so beim Wiedereinstieg so ein bisschen gefehlt hat, war so eine Spiel-Schnelleinstiegsgeschichte irgendwie. Also Michaela musste eigentlich schon fast die ganze Anleitung einmal komplett durchlesen. Mhm. Kam dann natürlich wieder rein, aber das hätte man vielleicht auch mit so einer etwas einfacheren, übersichtlicheren Wiederspieleinstiegshilfe vielleicht ein bisschen besser darstellen können. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, ich finde das Spiel genial. Ich hätte jetzt sofort wieder Lust, weiterzuspielen oder auch nochmal ein neues Spiel zu machen. Von daher schließe ich mich Michaela voll und ganz an, sowohl im Zweier- als auch ein Drei-Personen-Spiel bekommt das Spiel von mir 9 Punkte, weil ich auch finde, für so ein Strategiespiel mehr Zeit zu investieren, finde ich vollkommen in Ordnung. Wenn es Spaß macht und wenn man sich auf so ein Spiel einlässt, muss man eben wissen, es dauert länger, das einzelne Spiel, aber es lohnt sich dann auch. Von daher fette 9 Punkte von mir. Und man kann auch noch mal ganz deutlich sagen, also es lohnt sich wirklich auch als Zwei-Personen-Spiel. Manchmal ist es wirklich so, wenn man ein Spiel kauft und das ist für 2 bis 4 Spieler. Manchmal ist es dann ja so eine Notlösung mit dabei für 2 Spieler und das ist hier wirklich nicht so. Also hier ist wirklich nichts groß, also nichts anderes, bis auf diese runden Bonuskarten am Anfang. Die sind je nach Mitspieler, dann werden die unterschiedlich verteilt. Aber ansonsten ist wirklich alles gleich und das ist wirklich auch im Zweierspiel wirklich ein super, super tolles Spiel. Sind es immer die gleichen Bonuskarten oder gibt es da noch weitere? Es gibt noch weitere, die sind noch in der Verpackung drin. Da werden die dann halt, zugemischt, sage ich jetzt mal so, welche in das Spiel kommen. Tiefseeteilen nicht vorhanden, man muss Tütchen packen. Richtig. Das fand ich witzig. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen mal wieder bei schönem Wetter auf dem Balkon Elasund gespielt. Und das war wirklich noch so ein Tiefseeteil, wo jedes Holzplättchen sein eigenes kleines Fächlein hat. Mhm. Träumchen. Aber nun gut, das ist kannst dann nicht alles haben, ne? Kannst nicht alles haben, ne? Steckst ich kann dir noch ganz kurz zu Terra Mystica sagen. Ich weiß, ich hatte es schon gesagt, da gibt ja auch eine Erweiterung, schon Feuer und Eis dazu. Mhm. Die kostet so um die 32 Euro. Da sind dann nochmal neue Völker dabei und auch ein neues Spieltableau. Das haben wir aber noch nicht ausprobiert. Ja, kann man ja noch machen. Ne? Genau. Genau. Rund um die Uhr, da will man ja vielleicht auch mal nachts um 4 sagen, jetzt nochmal eine schöne Erweiterung. Genau. Ne? Genau. Dann war es das, glaube ich. Wir haben es. Nein, also wir haben Terra Mystica. Die Welt ist verändert. Die Welt wird niemals so sein wieder wie vorher. Ja. Richtig. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Und ach so, wir wollten noch, weil es nicht live ist. Blümchen grüßen. Ne? Ja, ich genau. Dachte live dazuschalten. Nee, geht leider nicht. Aber kurz reinschicken. Aber ein Hörer hatte sich bei uns gemeldet, der hat noch ein Hotelzimmer in Essen und weiß nicht, der kann nicht hin. Und nun will er das gern loswerden. Ah. Und wenn also noch jemand, ich glaube, es war ein Zweierzimmer, da was sucht in der Stadt, in der Innenstadt von Essen. Ist das im Y? Ich glaube ja, kann man sein. Weil ich habe nämlich das gleiche heute bei Klickenabend gesehen. Vielleicht hat er sich da auch gemeldet. Kann es auch war sein. Vom 9. bis zum 11.10. Und das ich glaube 2 Nächte auf jeden Fall, 120 Nächte, Euro so mit Hotel Y. Und wenn es dasselbe war, dann... Also auf jeden Fall melden sonst. Das wollten wir hiermit gut getan haben. Ich wollte nochmal nachgucken genauer, aber so um die Dreh stimmt schon. Also wenn man was sucht, kann man sich gerne bei uns melden. Wir leiten das dann weiter. Weiter. Wie siehst du, da helfen wir so dann noch Leuten. Ne? Das ist... Ach, ja. Mensch. Und die Messe wird diesmal ja noch größer werden. Ja, die größte aller Zeiten und die schönste.
Und wir werden davon berichten. Ja, wir sind gespannt. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören der Henry. Der Christian. Und die Michaela. Und dann, ja, machen wir nur drei. Drei heute. Freundschaft. Ja, oh. Oh. Tschüss, Christian. Tschüss. Und jetzt gibt es noch die Beispielrunde für die Videozuschauer. Gerne dranbleiben, wenn du Lust genau. hast. So, herzlich willkommen in der Beispielrunde von Terra, ja, jetzt sieht man's, Terra Mystica. Wir gucken uns mal Mutter Erde ein bisschen genauer an und haben uns auch überlegt, da muss man was ändern. Gerade, ja, ich bin der Meinung, viel mehr Wüste. Wüste ist immer schön. das ist sozusagen mein Part. Und wir befinden uns jetzt in der vierten Runde. Und ich bin Startspieler, weil ich als Erster in der letzten Runde ausgestiegen bin. Und was ich alles machen kann, das sehe ich hier auf diesem Zettel. Und da suche ich mir jetzt mal was ganz Neues. Ich finde, wir machen zuerst erstmal die Einkommensphase. Ach ja, stimmt. Ich bin schon viel erst zu, dein Ding da wieder wuschig hier. Deinen Nüppel da unten. Den hier? Ja. Genau, da sieht man, ich habe mir jetzt überlegt, diese Runde hätte ich gerne mal 6 Geld. Die nehme ich mir. Du hast dein Zusatzfeld auch noch nicht freigeräumt, ne? Und nee, das genau. auch noch nicht. Ja, ich bin, hier noch, ich bin noch am Aufräumen. Ja, so. Ja. Das sind Sachen, die ich in der letzten Runde genutzt habe. Jetzt habe ich sie wieder freigeräumt. So, meine 6 Geld habe ich genommen. Dann geht's weiter. Das heißt, ich mache erstmal alles meine Sachen. Erstmal mach erstmal alles deine. Kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arbeiter. 2, 4, 6 kriege ich. Das sieht man hier, je nachdem, was ich schon so weggebaut habe. Dann erkenne ich, dass ich hier 2 Macht verschieben kann. Ich erspüre wieder eine Erschütterung derselbigen. Und ich bekomme noch einen Priester. Richtig. Achso, den habe ich ja schon selber. Den stelle ich mir hier einfach auf meinen Nomaden. Und dann würde ich sagen, bin ich durch. Das war's schon. Der hast du nicht drauf. Ich hätte gerne 4 Arbeiter. Jupp. Das sieht man zwar nicht, aber ist so. Jupp. Dann hätte ich gerne 2 Pfaffen. 2 Pfaffen. Hast du das selber? 2 Priester. Einen da, einen da. Achso, ich nehme mir dann von meinem eigenen Vorrat 2, weil ich habe einen Tempel gebaut und meine Zusatzfunktion ist, einen Priester zu bekommen. Und dann bekomme ich nochmal 6 Geld, weil ich eine Festung habe. Und ich spiele übrigens die Alchemisten. Das Schöne ist, man erkennt eben auf dem Tableau schon, wenn man sich irgendwas nimmt, werden Symbole frei und daran erkennt man, was man in der nächsten Runde mehr kriegt. So, ich bin die Hexe. Ich kriege 5. Nehmen wir die jetzt aber nicht persönlich. 5 Arbeiter, 2 Geld, insgesamt 3 Macht. Ich habe nur noch 2 hier zu verschieben. Blum, blum, blum. Ich bekomme einen Priester. Da bekomme ich nur, warum habe ich denn den eigentlich jetzt genommen, weil ich da schon so viel Macht habe. Das war ja ziemlich dämlich von mir. Da wäre noch Macht gewesen. Oh, Macht vollkommen. Du hast alle Machtpunkte bei dir drüben. Ja, das war ziemlich dämlich von mir, dass ich den genommen habe. Hat sie schon. Gott, bist du mächtig. Das war sehr aber als Hexe und dann auch noch mächtig, das macht mir Angst. Ja, ja. So, weiter geht's. Jetzt darf ich aber ganz tolle Dinge machen. Ganz regulären Zug mal. Wir müssen noch mal gucken, wir kriegen jetzt Sonderpunkte. 3 nämlich für jede Kirche. Nee, für jedes Handelshaus, was du oder Handelshaus, also das, was aussieht wie eine Kirche. Richtig. Ja. Dann mache ich das doch mal. Das heißt, ich baue jetzt mal sowas. Du baust ein Wohnhaus zu einem Handelshaus aus. Und das kostet mich 2 Arbeiter. Das steht auch gleich neben. Und entweder 3 Geld oder 6, je nachdem, ob ich allein wohnen will oder mit Nachbarschaft. Genau. Und ich habe mir überlegt, ich mache mal mit Nachbarschaft. Oh. Und setze da mal, obwohl da ist ja schon alles in Ordnung. Ich gehe mal. Da ist schon alles in Ordnung, dass die Welt. Ich komme mal hier Ordnung. Zu dir. Obwohl, da mache ich dir so viel Macht. Nee, weg damit. So, wir bauen jetzt da was hin. Zack. Dein Wohnhaus muss aber bitte wieder auf den Spielplan zurück. Sofort, jetzt muss ich erstmal 3 bezahlen. Das heißt, du hast dir das jetzt wieder zugeschustert. Das ist ja schon klar. Ja, du merkst das, ne? Könnte ein Prinzip hinter sein. Und das musst du jetzt machen. Jetzt darf ich noch dir sagen, Achtung, genau. Nachbarschaft hat etwas verbessert. Und ich konnte mir jetzt noch, weil ich ja was gebaut habe, 30 Punkte vergönnen. Bitte gelb, 3 vor. Gelb. Genau. So, ich kann Macht kriegen, ich bin aber schon voll machtvoll. Ich bin aber vor dir dran. Achso, ja, Macht. Nimmst du Macht? Ja, kannst du doch gar nicht, bist doch voll. Sag mal, musst du immer dazwischen quatschen? Also, ich nutze erstmal hier meine Special-Funktion, das heißt, ich darf überall einen hoch. Magst du das mal bitte fahren lassen? Das hätte ich auch machen können, man kann ja auch nächste machen. Was habe ich denn da für einen Scheiß gemacht, ey? Bitte. Du bist was? Da könnten noch Kinder zuhören. 2, 3, einer. Komme ich ein? Ja. Cool. Oh, wie blöde, ey. Das ist ja fett. Das sind so Sondersachen, die wir uns in der Spiel schon erkauft haben und die können wir einmal im Spiel in der Regel nutzen. Das ist ja mal ärgerlich, ne? So, ich setze einen Priester ein, der kommt hier auf dieses Tableau. Und da ich ihn als erster von uns allen eingesetzt habe, darf ich 3 Felder vor. 1, 2, 3. Das heißt, nicht, weil du als erster, du hättest ja auch ein Zweierfeld nehmen können, sondern du es auf ein Dreierfeld gesetzt hast. Und ich bekomme dann 4 Macht.
Ich habe echt dämlich gespielt. Ich habe schon alle Macht und habe das noch gemacht. Naja, egal. Sie so. Hat schon alle Macht und dann genau. Hat sie es noch gemacht. So, ich mache jetzt hier diese Funktion. Ich zahle 4 Macht und bekomme 7 Geld. Mhm. Schade, jetzt bin ich schon wieder dran. Das ging mir einfach schnelle viel zu Runde. Schnell. Also erstmal, ich nutze jetzt auch meine ständig, wenn ich will, Funktion. Das heißt, bei mir geht Geld ein hoch überall. Mhm. Zack, zack, zack. Zweimal habe ich die Grenze überschritten. Mhm. Das heißt, zweimal Macht. Bekomme ich voll rüber. Die Grenze überschritten. Aber das war ja noch keine echte Aktion, wenn ich es richtig weiß. Nein. Sondern jetzt nutze ich noch eine. Obwohl, das ist eine Aktion, die freie. Nein, das ist keine Aktion. Doch, ist das, doch, eine das Aktion. Ist Nummer 7. Ja, das ist eine genau. Aktion. Habe ich denn meinen Nöpsel hier? Das mache ich, darf jetzt irgendwann. Nee, umformen. Das ist deine Zusatzfunktion, das ist keine Aktion. Das ist deine, das kannst du jederzeit. Das ist Nummer 6. Aber eigentlich müsste das Nummer 7 sein. Eigentlich genau. Ist diese Aktion hier auch eine Aktion. Das haben wir festgespielt. Ja, dann habe ich schon was gemacht. Dann ist Christian jetzt erstmal. Dann. Hast du es gerade eben zusätzlich gemacht? Nee, ist ich glaube, ich habe es wieder nur so gemacht. Wir könnten uns das Video nochmal anschauen. Genau. Aber ich werde ja eh gleich wieder. Bitte nicht nachmachen. Weil ich irgendwas falsch mache. Daher bin ich lieber ganz vorsichtig. Nee, stimmt schon. 7 sieht man eigentlich eindeutig. Das ja. Ist eine eigene Aktion. Ja, also das auch. Das hast du gerade eben zusätzlich gemacht. Ja. Dann ist deine Runde jetzt. Genau. Weg. Michaela, mach du mal. Genau. So löst man das. Wir wollten nur mal zeigen, wie man auch mal solche kritischen Situationen auch in einer Ehe... Das ist der Grund, warum wir eigentlich mittlerweile so wenig Podcasts nur machen. Ja, genau. Das ist einfach der Psychiater. Die Preise für den Psychiater sind da nur noch schwierig, übermöglich. Unwesentlich übergangen. Ja. So, okay, dann bin ich dran. Das ja, habe ich gehört. Wofür gibt es jetzt Punkte für ein Handelshaus? Ich mache das auch mal. Ich baue auch mal so ein schönes Handelshaus hier. Ich zahle aber 2 und 6 und baue das Handelshaus hier hin. Das heißt, ich bekomme bitte auch wie viele Punkte? 3. 2 und 6 hast du bezahlt? In Einsamkeit ohne Nachbarschaft. Richtig. Dass sie da überhaupt ist, liegt auch nur daran, weil sie eine Sonderfähigkeit hat, dass sie nämlich frei rumfliegen kann. Ne? Mhm. Auf eigene Felder. Die ist nämlich grün. Mhm. So, ich nutze jetzt meine Sonderfähigkeit hier. Ist nichts, richtig? Doch, 3 Geld, 1 Siegpunkt. Ich nutze jetzt, ich kann irgendwas umformen. Was wolltest du? Die Anleitung bitte einmal. Ich darf irgendwas umformen. Mhm. Das mache ich jetzt auch. Und zwar mache ich mal hier was. Oder mache ich nicht da was? Was ist denn teuer und lohnt sich? No. Was ist teuer und lohnt sich? Das hier. Ich mache vor mal das hier um. Darf ich mal bitte mein gelbes Plättchen haben? Terraformierst. Es möge mehr Wüste geben auf dieser Welt. Das kann ich machen, weil ich eben die Sonderfähigkeit hier habe. Warum machst du das Feld, um mich da einzugrenzen? Richtig. Und ich will Nachbarschaft. Ich baue noch ein kleines Häuschen dahin. Das muss ich allerdings bezahlen mit 2 Geld. Da kriege ich also nochmal 3 wieder. Und einem Arbeiter. Ein einsamer Arbeiter. Dafür bekomme ich aber sonst nichts. Außer, dass ich dich darauf hinweise, Michaela, dass du die Macht haben konntest. Nein, danke. Weil Nachbarschaft. Auch gute Nachbarschaft, Christian ist. Immer noch nicht. Jetzt darfst du. Nein, danke. Immer noch nicht? Du bist immer noch nicht? Nein. Ach, wenn ihr das alle macht, dann mache ich das halt auch. Ich hole mir auch so ein Häuschen hier. Zack. Das kostet mich 2 und 3. Das heißt, ich kriege nochmal 2 wieder. Und aufgrund dieser Sonderfunktion kriege ich dann auch 3 Siegpunkte und ich weise Henry darauf hin, dass er für 2 Machtpunkte gegen 1 Siegpunkt tauschen kann. Nö. Okay, dann nicht. Michaela? Wer nicht will, der hat schon, ne? Mhm, Macht habe ich genug zu machen. Macht hast du genug. Mhm. Macht macht nichts. Macht macht nichts. Gut, ich baue hier so einen Tempel für 2 und 5 Geld. Steht immer daneben. Das ist ich bekomme ein Geld wieder. Und ich baue den hier zum Tempel aus. Das heißt, ich kann mir so ein Gunstplättchen da auswählen. Und ich hätte da ganz gerne... Oh, ein bisschen auszoomen. Hier sieht man das. Doch, jetzt sieht man es. Hier oben. Ich hätte ganz gerne auch dieses da, wo man in jedem Dings da... So, dann bekomme ich jetzt ja erstmal hier 2 hoch. Das heißt, ein Macht, weil ich über die Schwelle gekommen bin. Und das darf ich ja nur als eine Aktion. Was möchtest du denn bitte? Was sagtest du? Das ist eine Aktion. Das genau, das haben wir ja gerade festgestellt. Genau, richtig. Ich glaube, sozusagen, wie es ungefähr funktioniert, hat man jetzt schon gesehen. Ja. Die ganze Runde spielen wir jetzt, glaube ich, nicht extra noch zu Ende.
Also spielen sie schon zu Ende. Aber man sieht sie dann nicht mehr. Genau. Können aber noch ganz kurz verraten, was passiert sozusagen, wenn es gegen Ende dieser Runde geht. Wenn einer sagt, ich will nicht mehr, dann will er eben nicht mehr, dann hat er schon. Dann legt er nämlich dieses Plättchen, dieses Startplättchen wieder weg und sucht sich ein anderes aus, das wieder den Startvorteil für die nächste Runde bestimmt. Bonuskarte heißt das. Genauso wollte ich es eigentlich ausdrücken. Und das geht so lange, bis alle gepasst haben. Dann gibt es noch die Sonderpunkte hier für diese Runde. Die Rundenwertung. Und dann geht eine neue Runde los. Richtig. Und so geht's hin und her und das heute mal 6 Runden lang. Ja, schauen wir mal. Ne? Das war die Proberunde und ob uns gefallen hat, das haben wir ja schon gehört. Tschüss.